Ja, so könnt ihr euch diese kleine Straße in Richtung Süden bewegen und trefft dann auf die anderen Bauern, die direkt vor dem Gutshaus und der Befestigung stehen. Niemand scheint sich zu wundern. Vielleicht der ein oder andere Büttel-Spießbürger, der mal zu der Magierin hinüberstarrt. Aber ansonsten seid ihr gewöhnliches Volk. Die starrt auch ganz offen zurück. Versucht Ja. offensichtlich einzuordnen, was für Farben und Wappen die da tragen. Ja, du darfst gerne mal Heraldik würfeln. Sowas wie eine Ortskenntnis oder, ja, apathisch. Ich bin Tobrierin, Ja, bitte. ist in der Nähe, aber wie oft kommt man hier schon vorbei? Irgendein apathisches Wappen. Irgend sowas. Also, du kannst auch tatsächlich den geflügelten Stier darauf erkennen. Die tragen das offen als Wappen. Ja, das ist dann der Moment, ab dem Edith sich aus irgendeinem Grund mit einem leisen Gebet zu Praios und Hesinde den Nasenrücken reibt, langsam, aber stetig, immer wieder auf und ab, als wollte sie die Haut langsam wegrubbeln. Ja, die Spießbüttel scheinen das wohl nicht ganz richtig zu erkennen, aber einer tritt wohl auf euch zu, hat sich dann wohl vom Tor gelöst und drückt euch eine Preisliste in die Hand. Nickt euch nur noch zu, lächelt so ein bisschen, als würde er gerade flirten wollen und geht dann wieder, als was auch immer das jetzt gerade war. War das die fast 40-Jährige, zieht eine Augenbraue hoch oder die über 40-Jährige und. Was? Er meinte bestimmt mich. Was hast du da bekommen? In Ordnung, dann zeige ich einmal her, was das ist. Ja, eine Preisliste. Stierflug selber kostet wohl über das Haus oder mit ihm selber. Ja, okay, da kann man mehrere Dukaten bezahlen, damit dann das Ding über einem herüberfliegt, über dem Haus, oder dass man auch mit ihm fliegen kann für 10 Dukaten. Man kann den Dung kaufen für wenige Groschen. Man kann Federn kaufen. Was auch immer das bringen soll, vielleicht Glück. Oder man darf ihn reiten, man darf ihn sehen, man darf ihn berühren. Alles für Kupferstücke oder Silber, Dukaten. Also Meister? sehr, sehr ausgefallen. Man kann auf ihm fliegen? Meister? Es wird dem Büttel nochmal gewunken, weil man hat eine Frage. Oh ja. Ortfried mit euch. Er schlägt das Zeichen vor sich. Und auch mit Na, er euch. zwinkert dir zu. Ich Edith gehöre dazu, müsst ihr wissen. lächelt ein bisschen. Das habe ich gesehen. Sehr eindrucksvoll. Ich Sagt kann ihn euch mal einmal. zeigen, wenn ihr wollt. Oh, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Würdet ihr das tatsächlich tun, wo wir doch hier anstehen wie all die Ich hau mal anderen? Ture auf die Schulter. Ich bin mir sicher, mein nicht den Stier. Ja, später. Ich muss noch 6 Stunden Wache schieben, aber dann, jetzt zwinkert ihr wieder zu. Da kann ich euch sicherlich ihn zeigen. Da wäre ich mit Sicherheit sehr begeistert, aber jetzt zurück zu meiner Frage, womit das Lächeln aufhört und sie mit dem Finger auf die Preisliste tippt. Ich habe die nicht Sage. gemacht. Ich kann da keinen Nachlass geben. Entschuldigung. Nun, das will ich auch gar nicht haben. Es wäre nicht so, als wenn ich einen Nachlass bräuchte. Also bitte. Verzeihung, ich wollte nur höflich sein. Die Das ist meisten sehr meckern wegen dem liebenswert. Preis. Wollt ihr Dung kaufen? Nein, in der Tat habe ich keinen Garten, für den ich den brauchen könnte. Da dürften Oger drin nächtigen. Was ich wissen möchte, ist Wow. tatsächlich, wenn man sich diesen Stier anschaut, also man darf ihn sich anschauen, solange man möchte, nicht wahr? Ja, aber das kostet ein halbes Kupferling. Das stört mich herzlich wenig. Im Zweifelsfalle zahle ich auch ein Ganzes dafür. Ja, okay. Kann man wirklich auf dem Stier fliegen? Ja, 10 Dukaten, aber da muss Alrik dabei sein. Wo ist Ja, aber wenn Alrik? man fliegen kann, es wäre es vermutlich schon wert. Also aus reinem Interesse, das würde ich zahlen. Einfach nur, um dich fliegen zu sehen. Zahlen Ja, würde ich also erst, wenn ich wir geschaut haben. würde darauf Ja, natürlich. eingehen. Ich grinse Maturan, ich würde es nicht zahlen. Also Ist er da auch drin? die meisten wollen wahrscheinlich nur Dung kaufen oder irgendwie einen Flug über das Haus oder über die Felder buchen. Von daher, ich kann euch sicherlich auch vorlassen, wenn ihr jetzt viele Dukaten habt, dann lasse ich euch vor. Ich kann das arrangieren. Ture wollte meinen Flug zahlen. Ja, ihr könnt uns gerne vorlassen. Ich Ja, der greife weiß meine mal. Tasche, ziehe einen Dukaten hervor und schnipse dem Wachmann vor. Ihr könnt doch sicherlich dafür sorgen, dass wir uns den Stier ansehen dürfen, oder? Was? Ja, klar. Hey, Ulfart, lass die mal vor. Die wollen mit Alrik reden. Ja, Gille. Ja,
die Bauern schauen euch wütend an, außer die Magierin, das traut man sich nicht. Aber ansonsten werdet ihr mit finstersten Blicken begutachtet. Einige gucken auch neidisch auf diese Dukate und grummeln irgendwas und ballen ihre Fäuste. Und dann könnt ihr vorgelassen werden. Ich schau genauso finster zurück. Die Magierin schaut aus einem ganz anderen Grund leicht irritiert, aber das ist in Ordnung. Roald beachtet gar nicht die anderen Bauern, der freut sich schon so auf den Flug. Hey Gille, Ulfhard, was ist hier los? Hey, alles gut, Farling. Die bezahlen viel Geld, Mann. Die haben mir eine Dukate gegeben. Ah, zeig mal her. Wird dem Mann, der eben die Dukate zugeschnippt worden ist, wird die gleich wieder abgenommen, beißt einmal drauf und steckt sie sich dann selber ein. Alles klar, sie dürfen rein. Wie liebenswert. Ja, der Büttel wird selber nicht müde. Dobiracher Wappen. Ja, wie gesagt, dieser geflügelte Stier, den alle hier auf dem Wappenrock tragen. Ihr wisst nicht, ob das wirklich dazugehört. Heldan, Haldan, Rogel, du bist dir sicher? Du hast das schon gesehen? Der Ortfriedstier ist hier sowieso auf vielen Wappen, gerade in dieser Region. Aber ja, muss eigentlich richtig sein. Werdet dann durch eine große Empfangshalle, ein großes Bauernhaus geführt, was hier direkt an diesem See liegt, durch den ein oder anderen Salon, bis ihr dann vor einem großen Schreibtisch stehen bleibt. Ein zweiter Schreibtisch, der schräg daneben steht, wo wieder mit einer Preisliste, ein Sekretär, der dort gerade irgendwas zu Buche schreibt und eine große Liste anfertigt, die schon über diesen Schreibtisch hinüberwabert, und vor euch ein Mann in einer schwarz-goldenen Robe mit einigen Einschlüssen, ein Codex Albyricus gemäß, ja doch, ist es irgendwo schon. Er guckt euch freundlich an, nickt euch zu. Guten Tag, verzeiht, ich habe nicht genug Stühle für euch alle. Ihr seid aber keine Bauern. Kann man ihn einordnen? Magiekundeprobe. Alles klar. Er ordnet dich genauso ein. Pfeil des Lichts? Nein. Das Wappen habe ich aber schon gesehen. Das Wappen habe ich ihm noch nicht gezeigt. Das habe ich nur in der Handfläche. Ah, okay. Ich betrachte ihn mir erstmal, bevor er meine Hände lehnt. Er murmelt irgendwas von Pfeil des Lichts. Also er schämt sich seines Wappens nicht. Er hat zwar auch eins in der Handfläche, die könnt ihr zwar nicht sehen, aber er hat auch auf seiner schwarzen Robe hat er wohl auch den ein oder anderen Stecken mit vier Türmen darauf. Schule der variablen Form der unbelebten Materie. Mirha. So. Ja, ihr habt die Preisliste gesehen. Auch die gilt für Magier. Zum Gruße, Kollege. Zum Gruß, Herr Sinne und all die Götter. Und den Ortfriedstier, er zwinkert dir zu. In der Tat. Und Praius vor allen Dingen, nicht wahr? Sekretär, er klatscht da mal in die Hände und schickt ihn mit einer einfachen Bewegung aus. Ortfried mit euch, mein Herr. Steckt das Zeichen vor sich und geht nach draußen. Schließt dann auch die Tür, sodass ihr alleine seid. Sind wir also alleine. Ja, wie kann ich euch helfen? Was tut denn ein Kollege aus Myrham ausgerechnet hier? Geld verdienen. In der Tat. Er deutet dir zumindest den einzigen Stuhl hier drin an. Die anderen dürfen stehen bleiben. Ich vermute, ihr seid nicht wegen etwas dumm hier. Nein, in der Tat nicht. Aber ich wollte fliegen. Ja, er deutet auf die Preisliste vor sich. 10 Dukaten. Ture? Darüber kümmern wir uns gleich. Lass erstmal die beiden Magier Gespräch fertig führen. Ja. Lasst es mich ganz offen fragen. Habt ihr dieses Geschöpf nach dem Aberglauben der Bauern geformt? Er nickt. Euch ist klar, dass das teilweise als Verbrechen oder Kriegsgewinn gelten kann? Verbrechen? Teilweise. Nun, die Stiere, der Stier und der Adler gehörten mir. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das als, naja, ich weiß, dass es hier im Mittelreich ein bisschen kritisch alles ist, aber wenn ich gerichtet werde, dann von der Schwarzen gilt und nicht von euch. Oh, von mir würdet ihr nicht gerichtet werden. Das Prinzip ist, anscheinend gibt es Klagen darüber, dass ein geflügelter Stier wie der eure, und davon wird es nicht so übermäßig viele geben, ab und dann ausreißt und einen ganzen Haufen armer Bauern niedertrampelt. Also ausreißt, nein, fliegen, ja. Keine sonderlich angenehme Tat und eine, über die sich die Landesherrin durchaus bekümmern darf. Ja, da bin ich mir gewiss. Ich bin mir auch darüber im Gewissen, dass der Codex Albyricus das Verletzen von dämonischen, daimoniden oder chimerologischen Wesen verbietet. Beziehungsweise den Schaden, der zugefügt wird durch diese Tiere oder diese Geschöpfe. Diese Beschwörung, Herbeirufung, all das.
Er klopft einmal auf so einen großen Chicken und du siehst, es ist wohl die 9. Ausgabe des Codex Albyricus. Mhm. Ist ein bisschen veraltet, 1010 erschienen, aber. Ja. Ich meine, es gibt halt auch irgendwelche Weißmagier in Garret, die halt. Die schreiben halt schon die 12., wenn die 11. noch nicht fertig ist. Ja. Ist durchaus auch gelesen. Also er weiß wohl, was er da redet. Er muss wissen, was er redet. Es könnte des Öfteren mal jemand vorbeikommen, den darauf anspricht. Wahrscheinlich. Und da ihr das ohne Daimonide Einflüsse geschaffen habt, seid ihr von diesem Punkt natürlich, sagen wir mal, freigesprochen, nehme ich an. Das ist doch der Punkt, auf den ihr gerade hinaus möchtet, nicht wahr? Ja, also ich weiß, wann mein Stier sich erhebt und über welche Gebäude er fliegt und ich habe ihn noch nie mit blutigen Hörnern oder so etwas gesehen. Dementsprechend bin ich laut dem Agelions recht sicher. Das ist korrekt, aber wäre euch bewusst, dass eventuell ein anderer Kollege in der Gegend ist oder ihr schon mal mit etwas anderem geübt habt? Weil das Prinzip ist, es passiert ja offensichtlich Bauern etwas durch einen geflügelten Stier. Also es gibt hier im Norden noch den Manticore-See, da soll es wohl noch eine Ruine geben mit einem Manticore drin, aber damit habe ich nichts zu schaffen. Mit einem Manticore, das hätte auch Flügel, das ist wahr. Aber ja, auch Manticore von dem wüsste ich nicht, dass er in letzter Zeit... Manticore haben keine Stierhörner, da bin ich mir ziemlich sicher. Nun, wenn ihr ein Bauer seid, der einen Manticore überlebt, dann habt ihr eine ganze Menge Abstand dazu und seht eigentlich nur die blutige Sauerei, die er zurücklässt, wenn er fertig ist. Mit Manticoren habe ich schon Erfahrungen gemacht. Das ist jetzt nicht so, dass die sonderlich stierähnlich wären. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass der mordend durch die Gegend zieht, auch wenn er ein Manticore ist, aber er sitzt in seiner Ruine und tut Dinge, die ein Manticore eben tut. Sie bewachen normalerweise irgendetwas. Oder hüten Orte. So, was soll das jetzt hier? Wollt ihr jetzt den Stier reiten und fliegen und Dung kaufen oder nicht? Aber guckt dazu, Rogel. Nun, ich wollte ihn mir anschauen. Der gute Rogel hat noch gar nichts geäußert und er, es wird auf Roald gezeigt, wollte offensichtlich sein Geld verschwenden, um auf eurem Stier zu fliegen. Ich wollte Tures Geld verschwenden. Das ist korrekt. Sehr gut, das können wir arrangieren. Ich kann euch versichern, dass mein Stier damit nichts zu tun hat. Ich habe ihn ohne Fremdblut geformt und im Einvernehmen mit dem Codex Albyricus niemanden verletzt. Ich bin laut dem Agelions recht sicher und werde nicht von einem Weißmagier oder einer Weißmagierin gerichtet. Ich habe nicht vor, irgendjemanden zu richten, mein Lieber. Gut. Ich wollte nur sicher gehen, nicht, dass sie mir einen Ignifaxius ins Gesicht jagt. Wenn ich das vorhätte, würde ich stehen, euch davor warnen, euch vorwarnen und auffordern, euren Stab zu strecken. Und wenn ihr das nicht tätet, würde ich euch Das ist das Problem mit euch Weißmagiern. Das ist kein Problem, das ist Praias gefällige Ordnung. Bitte, werte gelehrte Herrschaften, wir wollen hier nicht zu Barbarei verkommen, nicht wahr? Und es ist eine Ironie, dass ich das sage. Das ist wahr. Aber keine Sorge, wir haben nur geklärt, wer wie handeln würde. Da ich Mitglied in der Schwarzen Gilde bin, darf ich auch Geld mit meiner Zauberei verdienen. Geld dürfen wir alle mit Magie verdienen, das ist korrekt. Es gibt lediglich moralische Unterschiede, nehme ich an. Ja, ich ritze ein wenig im Gehirn ein. Zum Beispiel würde ein Weißmagier nicht auf den Gedanken kommen, einen Haufen armer, kriegsgebeutelter Bauern auszunehmen. Ich gebe ihnen nur das, was sie brauchen. Ja, in der Tat. Sie brauchen einen Stier in der Not. Sie haben ihn sich gesehen und jetzt ist er hier. Und sie freuen sich. Sie haben 12 Götter, zu denen sie beten könnten, aber das ist richtig. Wie gesagt, ihr bekommt unser Geld. Sie bieten seit Tausenden von Jahren zu dem Ortfried Stier. Ihr bekommt unser Geld und wir schauen uns euren Stier an. Wenn Trottel wie er daran glauben, er deutet dabei auf Rogel. Und auf Roald und auf Ronga. Ihr solltet euch Codex hin oder her nicht gegen die 12 versündigen, mein Lieber. Habe ich nicht vor. Gut. Ihr schrammtet gerade daran vorbei. Und dieser Heilige, Alrik, ich gehe mal davon aus, das bist du oder was? Alrik, der Königliche. Ja, ich bin der Prophet. Der Prophet des Ortfriedstiers, er schlägt das Zeichen. Hat's oder liebst. Sagt mal, kann man das ihm nicht irgendwie als Handeln wieder die 12 ankreiden? Ja, so, dass er kann man. In der Tat, mein Lieber. Ja, das ist durchaus. Also, ich weiß nicht. Das würde ihn auch nicht mehr vor ein Gildengericht führen. Wir unterhalten uns natürlich, während er dabei ist. Ja, klar.
Aber ja, also den letzten... ich bin mir schon sicher, wenn wir uns jetzt diesen Stier anschauen und vielleicht darauf hinweisen, dass man dem Bauern noch anders etwas Gutes tun kann, wird er noch einmal darüber nachdenken, ob man sie derartig ausziehen muss, wie es nur ein Kriegsgewinnler tun würde. Ansonsten, mit Propheten habe ich Erfahrung gemacht. Einen habe ich sogar zweimal angezündet. Also der letzte, der sich Sohn des Waffnir nannte. Ich weiß noch, was mit dem gemacht worden ist. Das war nicht sehr schön. Meint ihr, sehr, sehr lange gedauert. Können wir das nach dem Fliegen besprechen? Nee, mit dem Anzünden finde ich gut. Darauf sollten wir zurückgreifen. Also gut, jetzt. Ich komme ja schon mit. Das ist liebenswert. Ich sehe sogar darüber hinweg und ihr dürft ihn umsonst fliegen. Wenn ihr diese kleine Situation hier vergesst. Mein Lieber, wir sind nicht hier, um Dinge zu vergessen, aber wir sind doch tatsächlich eher hier, um aufzuklären, warum Leute verletzt worden sind. Ich flüster mal Turin so, er hat von Albuin gehört, er hat von Albuin gehört. Aber woher kennt ihr den Herrn, über den ihr gerade gefragt habt? Der sitzt nördlich von hier in den Zauberersümpfen. Nicht mehr. Ah ja? Und das ist immer noch die Frage, woher kennt ihr ihn? Meine Begleiter haben hin und wieder darüber geschwafelt und geschwatzt, aber den größten Teil der Zeit habe ich andere Dinge zu tun gehabt. Er jagt Hexen und Zauberer. Also auch so Leute wie mich, aber... Nicht mehr. Tut er? Das ist uncharmant. Nicht mehr. Ich habe gehört, er lebt noch. Nicht mehr. Ihr solltet euch einmal, man deutet auf die beiden Herren, mit euren Nachrichten austauschen. Vielleicht wird das für den einen oder anderen erfreulich sein. Ja, er hebt sich derweil, lässt den Sekretär wieder rein und gibt ihm kurz Anweisung, dass er mit den Bauern weitermachen kann und würde dann mit euch durch das Hintertürchen rausgehen, wo er dann gemeinsam mit euch an den Bauern vorbei über die beiden Holzbrücken geht und dann könntet ihr, es gibt weitere Büttel, die euch argwöhnisch betrachten, aber an der Seite von Alrik, die Propheten, könnt ihr dann tatsächlich auch zum Ortfried Stier gehen und ihn betrachten, wie er dort irgendwo im Sumpf, im Morast an dem kleinen Bootshäuschen steht und irgendwelche Büschel rauszieht. Er sieht aus wie ein Stier eben aussehen sollte, nur dass er riesige Flügel hat. Ja, geht näher auf ihn zu. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert. Alrik wird ohne irgendwie zu zögern auf ihn zugehen, klopft ihm so ein bisschen auf die Schulter und hält ihm dann so ein paar rausgezupfte Grasbüschelchen hin. Vor euch steht eine riesige Chimäre. Oh, ich wende mich an Heldan und sag so, na, ist das euer Ortfriedstier? Ist es der bei euch rumgetrampelt hat und Bauern platt gemacht? Ich stehe ja nicht daneben, wenn das ich weiß ich nicht. Das ist auch ungesund, mein Lieber. Ja. Es wird sich tatsächlich mal in Bewegung gesetzt und sehr interessiert, aber in einem vernünftigen Abstand um das Tier herumgewandert. Ich meine, hallo, das ist gute Handwerksarbeit. Sowas habe ich noch nie gesehen. Wo gibt es denn solche Wesen? Solche Wesen gibt es, wenn irgendjemand zu viel Zeit und zu wenig Geld zur Verfügung hat. Was auch immer ihr meint. Fantastisch. Der Rogel würde davon Abstand halten. Er weiß nicht, was das ist, aber er hat da Angst vor. Ich auch. Also ich bleib bei Rogel in der Nähe. Wenn man so den Kreis abgeschlossen hat, Kollege, habt ihr etwas dagegen, dass ich ihn mir ansehe? Das scheint gut. Keine Ignifaxie. Aber ja, ich selbstverständlich. Von ansehen, nicht von anzünden. Ja, ja, alles gut, alles gut. Du kannst herantreten und er schnüffelt an dir. Breitet seine Flügel aus, zeigt dir das mächtige Gefieder. Das ist in Ordnung. Es ist relativ angstfrei, weil ich kann dich immer noch anzünden, wenn du mich auf die Hörner nehmen willst. Aber wird er tatsächlich betrachtet? Schnuppert an dir. Und es gibt dann noch einmal die ganz ernsthafte Frage. Also ihr habt nichts dagegen, dass ich ihn mir ansehe, ja? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ich möchte eure Erlaubnis, ihn mir anzuschauen. Nicht, dass ihr euch nachher beschwert. Er steht doch dort vor euch. Gut. Und dann fängt sie wieder mit deinem Kinderreim an, der irgendetwas mit Thessilia zu tun hat, während... Oder man kann um Senserei. Ja, genau. Der versteckt sich da auch irgendwo drin. Während der mächtige Ortfried meinethalben ein Äpfelchen bekommt. Und
Wie funktioniert das jetzt mit dem Fliegen? Er setzt euch drauf und dann gebe ich ihm den Befehl und dann fliegt er mit euch einmal über den See und wenn ihr wollt, normalerweise über irgendwelche Bauern, Häuser oder irgendwelche Felder. Na, naja, noch immer scharf drauf. Natürlich, wer würde denn nicht gerne mal fliegen können? Wie Vögel. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also wenn ich, ihr sagtet, wir dürften das umsonst, dann würde ich das gerne. Ja, ja, normalerweise 10 Dukaten, aber mit dieser Knauserin hier sehe ich mal davon ab. Die Knauserin beachtet ihn gerade nicht, die ist beschäftigt. Lass die Adepte doch erstmal ihre Arbeit machen und dann können wir immer noch schauen, ob Fliegen in Ordnung ist oder nicht. Was für eine Arbeit. Ja, wenn du die 20 shippen willst, kannst du nochmal ein W20 dazu werfen. Nur fürs Protokoll, der wird jetzt wahrscheinlich nicht besser. Eins. Ja. Sechs, dann hast du alle Punkte übrig, sind 12 Stück. Du erkennst definitiv dann ja den Chimeroform. Gut. Also du kennst den Zauber nicht, aber es sind die Merkmale davon drin und er hat zugegeben, es ist eine echte Chimäre, erschaffen aus einem Adler und einem Stier. Ich werde mich während des Freiflugs anderer Leute sicherlich mit meiner Rechtskunde befassen. Aber dann wird nur genickt, sich der Handschuh abgewischt, an dem wahrscheinlich nur noch Apfelschaum klebt. Wirklich eine nette Arbeit, Kollege. Währenddessen, wie ihr gesagt habt, frei von dämonischen Einflüssen. Ja, mittlerweile schon. Nickt er freundlich und hilft dann den Fliegenden auf den Stier. Hat er gerade gesagt, mittlerweile auf die Kommentare frei von dämonischen Einflüssen? Er lacht. Und ja, du kannst ja gerne mit Menschenkenntnis würfeln, wie ernst er das gemeint hat. Roald und Ronga, ihr dürft gerne mal eine Fliegenprobe -3 würfeln. Nee, ich fliege auf dem Ding nicht. Das kann man vergessen. Oder wer auch immer sich traut. Ich will das auf jeden Fall, aber fliegen habe ich nicht. Ja, da musst du auf Körperbeherrschung -10 arbeiten. Also +10, -3 sind und +7. Ansonsten wirst du festgebunden. Oder reiten würde ich auch als Ableitung. Spezialisierung Flugwesen oder so. Ich hab Tierfreund, gib mir das dann. Ja, klar. Ja, es klappt sogar mit einer Menschenkenntnis +2 gegen seine Überreden. Ich würfel einfach mal seine Überredenwerte dagegen. Entschuldigung, das waren 4. Wir nehmen 3. Ja, ist ein guter Wurf. Ist ein guter Wurf, ne? Also, du hast keine Ahnung, ob er das jetzt, ob das ein Witz war oder nicht. Der ist Mürhammer Schwarzmagier, da bin ich mir ohnehin nie so sicher. Ja, er hat zumindest den Kodex gelesen. Ja, das haben die des Öfteren, damit sie sich rausreden können. Dankeschön. Der Flug wird zum Glück nur über den See gehen, aber in einer Höhe von 30 Metern würde ein Fall auf die Wasseroberfläche trotzdem unglaublich wehtun. Aber nachdem du dich an den Flügeln und auch den Hörnern so ein bisschen arrangiert hast, zugepackt hast, kannst du versuchen, so ein bisschen zu lenken. Und nach grob 10 Minuten, die du dann ja, mit zerzausten Wind in den Haaren dann wieder landen kannst, bist du unglaublich in einer anderen Welt. So muss es sein, Gott. So muss es sein, ein Gott zu sein. Habt ihr das gesehen? So weit oben bin ich geflogen. Ihr wart so winzig von dort oben. Fantastisch. Es wäre jede Dukate wert. Gelehrte Edith, ihr dürft auf keinen Fall diesem Wesen etwas tun. Die gelehrte Edith steht tatsächlich ein Stück weiter weg, hat Daumen und Zeigefinger an ihrer Nasenwurzel und überlegt gerade, ob, abgesehen von den Dingen, die er uns eben schon in seinem Arbeitszimmer verkündet hat, für die wir ihn schon freundlich darauf hingewiesen haben, sie ihn für irgendwas auch vor einem Gildengericht rankriegen kann. Sie ist sich nämlich nicht ganz sicher. Ja, also das Problem ist halt, das hat er schon gesagt, die schwarze Gilde sagt du, ganz böse, bezahl mal, weiß ich nicht, 50 Dukaten, Chimeroform ist verboten und danach wird er wieder entlassen. Das ist halt witzlos. Richtig. Aber dann ist er woanders. Und dann ist er hier weg. Rogel, ihr solltet auch unbedingt mal eine Runde fliegen. Ich geh da nicht ran. Das ist doch der heilige Stier. Ihr habt jetzt die das Möglichkeit, nicht, auf ihn zu reiten. Nee, nicht der heilige Stier. Das hat er doch gesagt. Habt ihr nicht aufgepasst?
Wann? Ist doch egal, er kann fliegen. Also, meine lieben Freunde, ihr könnt gerne noch ein bisschen Dung erwerben oder Federn davon mitnehmen, aber wenn ihr nach den verschwundenen Bauern sucht, die im Roten Wald oder wo auch immer verschwunden sind, dieses Tier ist nicht dafür zuständig. Wir werden euch jetzt nicht nur auch den Gefallen tun und für eure Scheiße bezahlen. Nicht für meine, sondern die von dem heiligen Stier, von Ortfried Stier, er schlägt das Zeichen. Roald schlägt auch das Zeichen. Ich schaue Roald an, lass das. Dürfte ich einmal die Zähne des Stiers sehen? Ja, also er zieht dann so ein bisschen die Schnute nach oben und du kannst dir die Zähne angucken. Das sind die von einem Stier. Das sind keine Reißzähne. Aber ein guter Plan. Adepter, was sagt ihr? Es wird sich das Kinn gerieben. Ich weiß nicht, was ich gildenrechtlich dazu sagen würde. Da kann ich dem Kollegen nur zustimmen. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, werter Kollege, als wohlgemeinte Warnung, dass die Preiskirche sich momentan einiger wirklicher Schwierigkeiten bewusst ist, die sie vor allen Dingen selbst hat. Und ich würde sehr achtsam sein, wenn sie wieder anfangen, durch die Lande zu ziehen. Das könnte euch wirklich in große Schwierigkeiten bringen. Ja, danke für die Warnung. Nicht, weil ich irgendwo hingehen würde, sondern weil sie wahrscheinlich einfach nur eine furchtbar üble Laune haben. Ja, danke für die Warnung. Ich an eurer Stelle das hier irgendwann einmal wieder fortschaffen. Ja, ich habe mir ja nicht ohne Grund die Wildermark ausgesucht. Ich bin ja keiner von den bösen Kriegsfürsten. Da gibt es ja ganz andere. Hier sollte man nach Norden von hier, zwei Mühlen, da sitzt der finstere Necrorius. Der klingt ja schon ausgesprochen charmant. Schon von gehört. Oder nach Auweiler. Da sitzen die Djinne auf den Feldern. Das solltet ihr sehen. Nun, ein Djinn auf einem Feld ist normalerweise nicht das größte Problem. Djinne sind vor allem nicht dämonisch. Dann solltet ihr mal in die Bohlenburg. Den Aberglauben von Krieg zerschundenen Bauern auszunutzen und sich selbst nicht als finster bezeichnen. Ihr seid mir ja einer. Oh, er hat sich noch nicht als Kriegsfürst bezeichnet, da muss ich ihm zustimmen. Dazu wäre er wahrscheinlich auch nicht fähig. Naja, trotzdem, so viele Kriegsfürsten, wie es hier gibt, es reicht offensichtlich schon, ein Schwert, ein Schild und sehr viel Willenskraft dazu zu haben und schon kann man sich Kriegsfürst nennen hier. Also ihr könnt gerne dahin wieder zurückkehren, wo ihr hergekommen seid. Ich habe zumindest mit den verschwundenen Bauern nichts zu tun. Nun, ich habe euch auf alle Dinge aufmerksam gemacht, auf die ich euch aufmerksam machen müsste. Jeder, ist wie gesagt nicht verboten. Du darfst, also die Puniner dürfen auch Dämonen im Keller beschwören. Solange die niemanden töten oder verletzen, ist das okay. Ja, aber solange die halt niemanden töten oder verletzen, ist das okay. Das ist korrekt. Dann wird genickt. Nun, dann hoffen wir, dass wir etwas finden, was diesen Unfug anrichtet. Denn ansonsten wird die Schuld wahrscheinlich bis zum Beweis seiner Unschuld an eurem Stier hängen bleiben. Und das wäre zu schade. Und was wollt ihr jetzt machen? Nun, wir werden uns weiter umschauen und natürlich Bericht davon erstatten, was ihr für ein Tier und was ihr für ein Prophet seid. Und dazu sind wir verpflichtet. Kümmert euch doch um das richtige Problem. Also, ja, klar, schöne Grüße an wen auch immer ihr berichtet. Wer macht denn das? Von wem kommt ihr eigentlich? Es wird freundlich gelächelt. Ich, lieber Kollege, bin nicht verpflichtet, euch meine Auftraggeber zu verraten. Er schaut zu den Bauern. Hey, du! Von wem kommst du? Rogel, halt die Klappe. Du bist auch nicht verpflichtet, ihm etwas zu sagen, solange du das nicht möchtest. Er kann dir nichts tun. Ich halte mich an die großen Herren. Und ich stelle mich hinter einen der Torwart. Guter Mann. Dann schaut Alrik zu Roald. Ich lasse dich nochmal 10 Minuten auf ihm reiten, wenn du mir sagst, von wem du kommst. Roald. Sagen wir 20? Roald. Er gibt dir die Hand. Naja, es war die Baronin von Rabenmund. Roald, dir ist klar, dass er durchaus in der Lage wäre, irgendjemanden zu bezaubern, nicht wahr? Berger von Rabenmund? Verbrechen. Ja, richtig, das wäre ein Verbrechen, das macht man ja nicht. Ja, in der Tat, nicht wahr? Vor allen Dingen, weil man es zu euch zurückverfolgen könnte.
Ja, richtig, genau. Das wäre ja furchtbar. Aber ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Und damit hilft der Roald wieder auf den Stier. Ach, das einfache Volk, der Pöbel ist so einfach zu beeindrucken. Dann schlägt er dem Stier auf den Hintern und der hebt wieder ab. Ture. Hä? Mann, sei ich leise. Ja, ich wäre für Anzünden, ja. Jetzt auf jeden Fall, aber... Edith nickt, sie kommentiert es nicht, aber sie nickt. Ah, ich habe gerade 30 Dukaten für einen Namen bezahlt. Also gut, dann, es freut mich, dass ich eure Bekanntschaft gemacht habe. Vielleicht sieht man sich ja noch irgendwann wieder. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den verschwundenen Bauern. Ich habe damit nichts zu tun. Seht euch gerne am Manticore-See um. Aber ich habe noch Gerüchte gehört, dass die Torwaler an der Dergel viel gefährlicher sind. Viel Spaß. Torwaler an der Dergel? Ja, da gibt's welche. Noch nicht von gehört. Es gibt einen Blick nach oben, ob er nur schreit, weil er Spaß hat oder ob er gerade irgendwie Todesängste aussteht. Vielleicht beides. Ja, Edith scheint das wirklich zu interessieren. Also wenn er Todesängste aussteht, kann ich ihn abschießen. Tut's nicht. Er hat ein Grinsen im Gesicht. Das sehe ich nicht. Wollte ich gerade sagen, das ist ein bisschen hoch, oder? Ja, wir warten jetzt noch, bis er wieder unten ist. Ja, würfel mal eine Körperbeherrschungsprobe. Wow. Es erleichtert um dieses Mal sogar noch ein weniger. Also plus 10 fürs Ableiten, minus 3 für den Stier und nochmal minus 1, weil du eben schon mal geritten bist. Also eine plus 6. Ja. Schicksalspunkte wären gut. Brauchst du aber gar nicht, ne? Brauchst du gar nicht. Nee. Ja, du kannst super glücklich mit einem merkwürdigen Gefühl im Bauch wieder landen. Zitternde Knie, du bist ja nicht ganz sicher, das war der Himmel. So muss Alvaran sein. Ihr solltet sowas wirklich auch mal tun. Roald, wenn ich dafür jemanden an einen Schwarzkünstler, bei dem ich mir nicht über seine Absichten sicher bin, verraten würde, dann nicht. Nein. Warum denn verraten? Ich meine, die Ausschriebe sind doch überall. Jetzt reibe ich mir die Nasenwurzel auf genau dieselbe Art und Weise. Du bist in vielerlei Dingen ganz hervorragend. Aber vielleicht sollte man bei Hesinde noch einmal um einen Nachschlag für dich bitten. Oder bei Fex. Können wir bitte gehen, sonst habe ich das Bedürfnis, diesem Schwarzmagier noch reinzuhauen. Glück hatte ich schon immer. Ich weiß nicht, was ihr meint. Es geht mir um deinen Verstand. Der ist glücklich. Und ausgesprochen eingeschränkt, möchte ich meinen. Aber darüber reden wir später. Ich starke das Zeichen.